Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist schon bemerkenswert, was der Kollege Schneider hier gerade am Rednerpult erklärt hat. Carsten Schneider hat gerade hier im Deutschen Bundestag den Vorschlag der Unionsfraktion zur Reform des Wahlrechts abgeräumt. Es wird bei der Bundestagswahl 2021, hat er gerade hier gesagt, keine Reduzierung der Wahlkreise geben. Wesentlicher Teil der Pressemitteilung aus der Unionsfraktion ist eine Reduzierung der Wahlkreise. Damit ist die Sache vom Tisch. Damit ist die Sache tot. Und damit bleibt es dabei. Der einzige heute beschlussfähige Vorschlag kommt von Grünen, Linkspartei und FDP. Er sieht eine Reduzierung der Wahlkreise vor. Er sieht vor einen Anstieg der Gesamtzahl. Und er führt am Ende dazu, dass es zu einer Reduzierung der Gesamtzahl bei der Bundestagswahl 2021 schon kommen wird. Und meine Damen und Herren, es ist ja spannend, über welche Themen sich dieses Haus immer wieder hier unterhält. Es ist ja jetzt zum wiederholten Male so, dass wir über das Wahlrecht sprechen. Und eigentlich, das ist auch die Auffassung von vielen Menschen im Land, gibt es ja wichtigere Themen. Gerade in der Corona-Zeit sollten wir vielleicht darüber sprechen, wie viele Menschen Probleme mit der Kinderbetreuung haben, wie viele Menschen sich am Bildungssystem abarbeiten, weil da nicht genügend Digitalisierung betrieben ist. Wir sollten darüber sprechen, wie viele Menschen sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen. Wir sollten darüber sprechen, wie viele Betriebe schon schließen mussten. Darüber, was passiert, wenn die Insolvenz, wenn die Pflicht zur Stellung von Insolvenzanträgen wieder besteht. Stattdessen beschäftigt sich dieses Parlament zum wiederholten Male mit sich selbst. Und dafür haben die Bürgerinnen und Bürger kein Verständnis mehr. Und deswegen müssen wir dieses Thema heute abräumen, indem vor der Sommerpause noch ein Gesetzentwurf beschlossen wird, der eine Reduzierung der Mitglieder des Deutschen Bundestages mit auf den Weg bringt. Und ich will das einmal ganz deutlich sagen. Es gibt in allen Fraktionen hier im Haus Menschen, die ernsthaft an einer Reform des Wahlrechts arbeiten. Und mein Dank geht ausdrücklich auch an die Kolleginnen und Kollegen in der SPD, in der CDU, CSU, die das ernst meinen. Aber ich habe mal eine Frage. Wo waren Sie eigentlich die letzten zwei Jahre? Wo waren Sie eigentlich seit der Bundestagswahl 2013, seit der dieses große Thema besteht? Das, was jetzt vorgelegt worden ist, ist zu wenig und es kommt zu spät. Es kommt zu spät, weil keine Drucksachennummer besteht. Es ist hier gerade gesagt worden, es könnte möglicherweise noch ausreichen, das Ganze in der ersten Sitzungswoche nach der Sommerpause zu beschließen. Wie soll das eigentlich funktionieren? Im Regelverfahren brauchen wir zwei Wochen. Wir können das so machen wie bei der Corona-Gesetzgebung. Aber glauben Sie wirklich, dass die Opposition da mitmacht, im Eilverfahren nach der Sommerpause in einer Woche das Wahlrecht zu beschließen? Das ist doch unwürdig für dieses Haus. Das müssen wir jetzt vor der Sommerpause beschließen und dürfen uns nicht weiter auf die lange Bank schieben, was hier passiert ist. Und es ist nicht nur zu spät, weil wir überhaupt keine Zeit mehr nach der Sommerpause haben. Es ist auch zu spät, weil in einzelnen Wahlkreisen schon Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt werden. Der parlamentarische Staatssekretär Marco Wanderwitz hat sich schon aufstellen lassen in seinem Wahlkreis. Wir haben also eine Fraktion im Deutschen Bundestag, die erzählt, sie würde einen Neuzuschnitt der Wahlkreise anpeilen mit ihrem Vorschlag für 2021. Und parallel lassen sich einzelne Mitglieder dieser Fraktion in ihrem Wahlkreis schon aufstellen. Wen wollen Sie eigentlich verschaukeln? Das ist doch kein ernsthafter Vorschlag. Und wenn Sie dann sagen, wir müssten ernsthaft bei den Wahlkreisen, die jetzt über den Sommer aufgestellt werden, nach einer Reform des Wahlrechts einfach noch mal eine Aufstellungsversammlung machen, das kann man doch in Corona-Zeiten keinem erzählen, dass man in Wahlkreisen zwei Aufstellungsversammlungen machen muss, wo man zweimal die Stadthalle mieten muss, wo man zweimal eine Sporthalle mieten muss. Das ist eine Farce. Es ist eine reine Show, die hier aufgeführt wird, weil Sie den Eindruck erwecken wollen, Sie würden vor der Sommerpause am Wahlrecht noch was drehen. In Wahrheit läuft es der SPD doch eiskalt den Rücken runter, dass die jetzt diese Pressemitteilung auf den Weg gebracht haben bei der Union, die überhaupt nicht beschlussfähig ist, weil die SPD sich jetzt dazu verhalten muss. Jetzt hat sie gesagt, wir wollen das nicht, aber wir sind in einer Situation, in der am Ende nur ein einziger Gesetzesentwurf beschlussfähig ist. Das ist der von der FDP, von den Grünen und von der Linkspartei. Er sollte heute beschlossen werden und wir sollten ihn heute hier gemeinsam auf den Weg bringen. Und ich will aber gerne auch inhaltlich noch mal was dazu sagen, was in dem Nicht-Vorschlag aus der Unionsfraktion, denn es ist ja nur ein Einigungskorridor ohne Drucksachennummer, es liegt kein Gesetzentwurf vor, was da inhaltlich drin steht. Da steht auch drin, dass am Ende eine Zahl von 7 Überhangmandaten nicht ausgeglichen werden soll. Das bedeutet am Ende nichts anderes, als dass der nächste Deutsche Bundestag nach Ihrer Auffassung nicht das Wahlergebnis repräsentieren soll, sondern dass es zu einer Verzerrung
der Zusammensetzung des Bundestages im Vergleich zum Wahlergebnis kommen soll. Und das ist für die demokratische Opposition in diesem Haus nicht akzeptabel. Und dass das Bundesverfassungsgericht sagt, dass im alten Wahlrecht 15 Mandate hinzunehmen sind, das heißt doch nicht, dass im neuen Wahlrecht 7 gehen müssen. Das ist ein Schluss, den man so aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einfach nicht ziehen kann. Dieser Schluss ist unzulässig, er ist auch undemokratisch und er setzt das ganze Wahlrecht unter ein Risiko, wieder vom Bundesverfassungsgericht kassiert zu werden. Und dann haben wir diese Diskussion in der nächsten Wahlperiode des Deutschen Bundestages wieder. Und das wäre unwürdig für dieses Haus und es wäre unwürdig für die dringend erforderliche Reform des Wahlrechts. Meine Damen und Herren, wie gesagt, es gibt in allen Fraktionen hier Menschen, die an einer ernsthaften Reform in der Sache interessiert sind. Und so hat sich mein direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter Thomas Oppermann ja schon dazu bekannt, dass er heute für den Entwurf von FDP, Grünen und Linken stimmen will. Und dann haben wir uns gedacht, das ist ja super, dann müssen wir den auch zur Abstimmung stellen. Dann müssen wir diesen Entwurf auch zur Abstimmung stellen, denn sonst kann ja Thomas Oppermann und können auch die Kollegen aus der Union, die zwischenzeitlich gesagt haben, dass sie dafür stimmen, sonst können die das ja gar nicht wahrmachen. Und dann wollten wir das machen, dann haben Sie den abgesetzt im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Und jetzt haben wir uns was einfallen lassen, wie man das Ganze heute doch noch zur Abstimmung bringen kann. Und deswegen werden wir heute beantragen, direkt nach dieser Debatte in die zweite Lesung und dann in die Abstimmung einzutreten, damit Thomas Oppermann für den Gesetzentwurf von Linken, Grünen und FDP stimmen kann und sich dann mit allen Kolleginnen und Kollegen in allen Fraktionen, die an einer ernsthaften Reform des Wahlrechts interessiert sind, daran beteiligen kann, dass wir diese Reform hinbekommen. Das wäre das richtige Zeichen vor der Sommerpause. Denn für viele Menschen in diesem Land ist die Frage, ob das Parlament in der Lage ist, sich selber zu reformieren, nicht die wichtigste Frage in ihrem Leben. Aber es ist ein Symbol dafür, wie reformfähig die demokratischen Strukturen in unserem Land insgesamt sind. Und deswegen haben die Menschen in diesem Land das legitime Interesse daran, dass der Bundestag das heute vor der Sommerpause beschließt. Wir bitten um Unterstützung und freuen uns über Ihre Zustimmung. Vielen Dank.